Liebe Mitstreiterin, seit 2016 sind wir in Brasilien in einem inoffiziellen Ausnahmezustand. Mit einem Putsch gegen Dilma Rousseff hat der Neoliberalismus mit Vollkraft die Macht übergenommen. Aber heute möchte ich nicht erklären, wie unfair und illegitim der damalige Putsch gegen die Arbeiterpartei war. Das sind schon Fakten. Ich möchte hier diskutieren, wie sollen wir damit umgehen? Was sollen wir jetzt machen? Was sind unsere Perspektiven für die Zukunft? Am 8. November 2019 wurde Luiz Inácio Lula da Silva, der ehemalige Präsident Lula, aus der Haft freigelassen. Für die brasilianische Medienkonzerne und für die Mehrheit der Bevölkerung scheint es klar, nachdem Lula frei ist, dass wir nur eine verdammte Entscheidung treffen können und sollen. Entweder rechts bzw. rechtsextrem oder Sozialdemokratie, Bolsonaro oder Lula. Diese Entscheidung ist klar, aber das sind nicht die einzigen Wege. Das waren nie die einzige Möglichkeit. Der Mehrheit der Bevölkerung ist fertig mit den bisherigen politischen Versagen. Wir haben längst gelernt, dass wenn die Rechte an der Macht sind, führen sie eine imperialistische und neoliberale Politik. Und dass die Sozialdemokraten faule Kompromisse machen, die eigentlich Arrangements mit den Eliten und mit unseren kolonialen Unterdrückern sind. Außerdem möchte ich klar machen, ein progressiv anderer Weg kann nicht nur auf der nationalen Ebene aufgebaut werden. Kapitalistische Systeme verhindern die Souveränität aller Bevölkerungen, egal ob Lateinamerikaner oder Menschen aus anderen Teilen der Welt. Die Eliten, die hier in Europa diese unmenschliche neoliberale Politik weiterführen, sind dieselben, die unsere Ressourcen und Arbeiter in Lateinamerika ausbeuten. Entsprechend möchte ich ein Zitat von Ho Chi Minh, dem vietnamesischen Revolutionär und antikolonialen Kämpfer, vorlesen. Der Kolonialismus ist ein Blutgeld mit zwei Mündern. Ein steckt im Proletariat der Metropolen, der andere im Proletariat der Kolonien. Wenn wir dieses Ungeheuer töten wollen, müssen wir beide Enden gleichzeitig abschneiden. Wenn wir nur eine von ihnen abschneiden, wird die andere weiterhin das Blut der Proletariats aussaugen. Das Monster wird am Leben bleiben und das gebrochene Ende wird wieder wachsen. Damit wir unseren Zustand verbessern können, egal ob hier oder in Lateinamerika oder irgendwo anders, brauchen wir mehr als ökonomische Reformen, die nie ausreichend sind. Wir brauchen eine solidarische, zukünftige Perspektive. Wir müssen uns politisch organisieren, um Druck zu machen und ein kritisches Bildungssystem zu fordern. Wir müssen zusammen mit den indigenen Bevölkerungen gemeinsam kämpfen. Wir müssen von unserer Regierung fordern, dass sie die sogenannten Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen endlich folgen und sie erfüllen. Und wir müssen diese Forderung, diese Ziele durchsetzen und selbst umsetzen. Eine andere Welt ist möglich, aber wir müssen diese Welt aufbauen zusammen. Vielen Dank. Dankeschön.